Guten Tag. Immer Dankeschön für alle Kommentare und für alles, was ich da immer bekomme von den Menschen. Diese wunderschönen Sachen, die mir Leute schreiben. Vielen, vielen Dank. Manche Leute sagen, du, ich bin da bei dem Fisch nicht so richtig angekommen. Was ist das? Oder ist die Frau nicht so an das Leben angekommen? Was meinst du denn da? Sag mal. Es ist so, du wirst den Fisch nie kriegen. Also, Fisch hat sehr viele Ich. Und Fisch wird dir schon gehören, er hört zu, er hat Gefühl für die Menschen, wird dich durchschauen, auf jeden Fall. Aber seine Seele und Herz gehört oft dem Kosmos. Deswegen, die Leute sind da nicht so klar mit den Fischen, weil das ist diese Dualität bei dem Fisch. Ich habe gesagt, ein Fisch guckt hier, der andere hier. Und dann das goldene Band ist dazwischen. Und deswegen, du kriegst den Fisch nicht für dich, für immer. Auch sexuell nicht. Fische haben sehr viele Affären und sehnen sich nach Affären, wollen auch andere Menschen dabei haben, auch sexuell. Ja, wie da so in dem Lied, nicht? Nicht nur aus Liebe weinen, es gibt auf Erden nicht nur den einen. Und das ist halt so bei den Fischen. Auf jeden Fall, erstmal, wenn wir Fisch kennenlernen, werden wir sehen, dass Fisch fasziniert ist von dir. Er mag dich sehr gerne, wie du auftrittst und wie du redest. Er will mit dir zusammen sein und empfindet sofort eine Empathie für dich. Er ist für dich sofort da, kannst du sehr, sehr gut mit ihm reden. Er schaut dich durch, er weiß, was du für Mensch bist. Das ist Bauchgefühl, Instinkt und alles, was er da drin hat. Und er sieht, was du für Mensch bist. Wie gesagt, er ist immer verliebt erstmal und Fisch ist sowieso verliebt, wenn nicht in einen Menschen, dann in eine Sache oder in Gott. Ich habe schon erwähnt, wenn wir zu Fischern nach Hause kommen, dann sehen wir sehr viele Kreuze. Also Fisch wird schon hier und da Kreuze haben. Madonna sehen wir da, sakrale Musik oft. Von Bach oder so, oder Jan Garbarek, und Kreuze, Jesus am Kreuz, ist immer verliebt in eine Sache, denn er hat eine Neigung zur Ergebenheit. Und deswegen, diese Neigung zur Ergebenheit hat er auf jeden Fall im Überfluss. Und das werden wir sehen, entweder, ja, weiß ich nicht, ob er so angezogen ist oder in der Wohnung oder irgendwo hat er so eine sakrale Verbindung zu Gott, zur Sache, zu Menschen. Das auf jeden Fall. Nur die Leute haben oft Probleme, wie ich schon erwähnt habe, dass man meint, er gehört mir nicht ganz. Und er wird zuhören. Ich habe gesagt, er hilft dir auf jeden Fall. Wenn du Probleme hast, er ist sofort für dich da. Das ist kein Mensch wie Jungfrau oder Zwilling, so ein bisschen oberflächlich, oder Jungfrau, die sagt, naja, wenn du Probleme da hast und die Leute sind in deine Wohnung reingekommen und haben deine Zähler abgestellt, weil du die Rechnung nicht bezahlt hast. Ja, aber ich hoffe, dass du da genug Bargeld hast, oder? So redet Jungfrau. Oder Zwilling auch oft. Die wollen sich aus der Affäre rausziehen und die wollen damit gar nichts zu tun haben. Deswegen sagen sie, naja, aber Geld hast du bestimmt zu Hause.
Man muss reagieren. Man muss agieren. Und Fische tun das auf jeden Fall. Fische wissen, die müssen dir helfen und die müssen für dich sofort da sein, wenn du Probleme hast. Aber diese anderen Sternzeichen, wie ich das schon erwähnt habe, der Stier oder Widder, die sagen, ich bin für dich da, ich bin da, nimm mich so, wie ich bin. Das ist nicht Fisch. Fisch wird nicht so reagieren. Fisch hat sofort Lösungen und versucht dir immer zu helfen. Und Fisch hat, wie ich gesagt habe, diese Neigung zur Ergebenheit. Er wird vielleicht jahrelang zu dir kommen. Ich habe schon erwähnt, ich kenne einen Freund, der geht da zu meinem Mann. Die haben keinen Sex, die haben nichts. Keine Liebe, nein, nichts ist da. Aber dieser Fischmann, der geht immer zu diesem Mann und hilft ihm. Mit der Wohnung, mit allem, was dazugehört. Er ist jeden Tag mit diesem Mann verbunden und er hilft diesem Mann und macht alles für ihn. Ich kenne auch eine Frau, die so viele Sachen da macht für eine andere Freundin. Auch. Da gibt's, es geht nicht um Sex, überhaupt nicht. Die macht das einfach, diese Fischefrau. Weil das ist die Freundschaft von den Fischen. Fische sind ergeben, Fische sind für dich da, Fische haben immer Lösung für dich da. Denn Fische wissen, wenn es um Freundschaft geht, geht es um eine Aufopferung. Man muss sich aufopfern. Das ist nicht, die kamen da mit Zähler abgestellt, Schlüssel und Schloss gewechselt, weiß ich nicht, was ich machen soll. Und Jungfrau sagt, naja, aber ein bisschen Bargeld hast du auf jeden Fall da zu Hause. Nein, die Jungfrau zieht sich da aus der Affäre oder Zwilling oder andere Sternzeichen, aber Fisch ist für dich immer da. Weil Fisch weiß, es geht um Ergebenheit und ich muss für dich eine Lösung finden. Das ist das Schöne bei den Fischen. Aber für heute ist die Zeit wirklich um.